Mann. Ja, wir haben uns auf jeden Fall 3 Punkte vorgenommen gehabt gegen Petershütte. Lief dann nicht so, wie wir das eigentlich wollten. Und es ist dann am Ende ziemlich hoch ausgefallen, weil wir dann in der Offensive ein bisschen schlampig waren und die Defensive dann vernachlässigt haben. Und somit haben wir dann 5 Dinger hinten reingekriegt und ja. Jetzt können wir auch zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind. Wir wollen auch die bessere sein. Und morgen ist hoffentlich ein Sieg drin. Absolutes Derby. Wir haben bisher in der Hinrunde noch nicht gegen Göttingen spielen dürfen, sondern nur bisher das eine Spiel gegen Göttingen in Dransfeld, was sicherlich keine Aussagekraft hat, da die Bedingungen dort ganz anders sind. Und hier vor 3.000 oder 4.000 Leuten ist es nochmal was ganz anderes. Aber wir wollen in dieser Gruppe mit dem Ziel als Erster rausgehen, um uns für die Viertelfinalspiele zu qualifizieren, was wir bisher noch nie geschafft haben. In den letzten 2 Jahren blieb uns das verwehrt und von daher gilt es, das erste Spiel zu gewinnen. Also es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Sieg für uns, weil es war eigentlich der mit größte Konkurrenz für uns, Göttingen. Und es war auf jeden Fall schon mal ein sehr großer Schritt in Richtung Viertelfinale für uns. Über die vollen 13 Minuten ebenbürtig geschlagen. Wir hätten auch kurz vor Schluss hätten wir noch das 3:3 unentschieden machen können, aber dann halt im direkten Konter mussten wir natürlich alles aufmachen und dann kam das 4:2. Ich habe ein Brüderpärchen bei mir, die gleich wohl den Gruppensieg unter sich ausspielen werden. Wie ist das Verhältnis zwischen euch beiden jetzt vorm Spiel? Also ich muss sagen, es ist eigentlich auch ganz in Ordnung, aber im Spiel dann wird es natürlich hart zur Sache gehen. Also wir wollen natürlich auch gewinnen. Aber es wird halt eine schwierige Sache gegen Northeim. Aber wir geben unser Bestes. Was ist seine größte Stärke? Wo müsst ihr da aufpassen? Also auf jeden Fall, er ist recht schnell. Und auch körperlich ist er natürlich echt gut gebaut. Also es wird schwer, dann gegen ihn an Ball zu kommen auf jeden Fall. Das wird nicht einfach. Und umgekehrt? Ja, er ist halt auch gut gebaut, hat einen guten Körper und ist halt auch ziemlich schnell und hat einen guten Antritt. Und gegen Northeim hat man dann, fand ich ganz klar, den Klassenunterschied gemerkt. Und ich denke, wir haben uns generell gut präsentiert, genauso wie letztes Jahr. Und unser Ziel, die Zwischenrunde zu erreichen, war erreicht. Von daher ist alles gut. Ja, die Hinrunde von uns lief ja nicht so prickelnd. Wir hoffen jetzt dadurch, dass wir den Teamgeist ein bisschen gestärkt haben und draußen mehr als Mannschaft präsenter werden und dadurch noch die ein oder anderen Punkte draußen holen werden. Ja, herzlich willkommen bei RegioKick TV. Heute mit einem Gastmoderator. Ich habe ja den Trainer vom JFV Northeim bei mir. Und ja, Tim, wie siehst du denn die Zwischenrunde so? Wie waren die 3 Spiele? Bist du zufrieden mit dem Abschneiden? Ja, wir haben uns als Ziel gesetzt, das Viertelfinale zu erreichen. Das haben wir erreicht. Wir haben 7 Punkte geholt, ein bisschen unglücklich gegen TuS Petershütte. Aber im Endeffekt haben wir 3 Spiele, 7 Punkte, ungeschlagen weiterhin gegen alle regionalen Mannschaften, sind im Viertelfinale. Damit haben wir unser Ziel erreicht, Zwischenziel. Auf der Tribüne werden ja hier und da Stimmen laut.
dass dieses Jahr die spielerische Leistung ein bisschen abfällt zu den letzten Jahren. Trotzdem habt ihr jetzt das beste Ergebnis der Jahre, die wir jetzt hier spielen, erreicht. Wie kommt es dazu? Ja, ich glaube einfach, dass wir eine gute Stärke über einen abschließenden Torwart haben. Das beweist, weil er alleine schon 6 Turniertreffer hat. Wir verlassen uns allerdings ein bisschen zu viel darauf. Das ist richtig. Unsere spielerische Stärke, die wir die letzten Jahre gezeigt hatten, haben wir dieses Jahr nicht so. Wir spielen nicht ganz so mutig wie die letzten 2 Jahre. Nichtsdestotrotz stimmen die Ergebnisse und Fußball ist ein Ergebnissport und wir sind im Viertelfinale. Das reicht uns. Okay, jetzt hat man das Viertelfinale vor der Brust. Man trifft auf Schalke 04. Man kennt die Mannschaft aus der Vorrunde, hat ein besonderes Lob da vom Trainer bekommen, der offen zugegeben hat, dass er sich die Spiele von uns vorher angeguckt hat und dann extra für uns das System umgestellt hat als Vorbereitung. Wie geht er die Sache an? Was ist jetzt noch drin am Nachmittag? Ja, es ist ein K.O.-Spiel. Punkt. Und da entscheiden 13 Minuten. Wir haben die letzten Jahre gezeigt in der Halle, dass alles möglich ist in 13 Minuten. Man muss natürlich ein bisschen Glück haben und wir hoffen, dass das Quäntchen Glück vielleicht auf unserer Seite ist. Glauben aber trotzdem, dass wir auf einen sehr, sehr starken Gegner treffen, wo alles passen muss. Aber wenn alles passt, dann wollen wir zur Stelle sein. Dankeschön. Ja, das Resümee für dieses Wochenende ist positiv. Wir haben unsere Ziele erreicht. Unser Ziel war es, am Sonntag dabei zu sein. Das haben wir geschafft. Und dann haben wir uns für heute eigentlich vorgenommen, die Zwischenrunde zu überstehen. Ja, also beste regionale Mannschaft zu werden, den Titel da zu verteidigen. Auch das ist uns gelungen. Von daher muss ich sagen, haben wir, glaube ich, die Ziele hier mehr als erreicht. Ich glaube auch, wir haben noch den ein oder anderen persönlichen Titel mitgenommen. Wir haben mit Yannick als Torwart, der, glaube ich, besser regionaler Torschütze geworden ist. Mal gucken. Vielleicht springt ja auch noch eine Ehrung als MVP raus für irgendjemanden bei uns aus der Mannschaft. Muss man jetzt mal abwarten. Die Halbfinals laufen ja noch. Alles in allem bin ich auch mit dem Auftreten der Mannschaft sowohl als auch neben dem Platz sehr zufrieden. Ich glaube, wir haben uns gut präsentiert. Diesen Moment gerade nicht beschreiben, weil es einfach unglaublich ist. Dass wir als erste Mannschaft diesen Titel verteidigt haben, ist das beste Gefühl in meinem Leben. Herzlichen Glückwunsch zur Titelverteidigung und wie erleichtert ist man da als Wiener, dass man nicht wieder auf diese unbändigen orangenen Teufel von JTV Nordheim getroffen ist? Ja, sie haben uns ja letztes Jahr auch geholfen, dass wir gewonnen haben. Also insofern wäre es kein Problem gewesen, auch wieder gegen Nordheim zu spielen. Aber wir freuen uns wirklich sehr, dass es uns gelungen ist, das Turnier wieder zu gewinnen. Denke ja jetzt dann in den K.O.-Spielen und im Finale überaus verdient, aber wir natürlich ein 9-Meter-Schießen gebraucht haben zum Sieg. Aber war wieder ein tolles Erlebnis und ich bin es den Jungs und dem Trainerteam extrem vergönnt, dass sie diesen Titel verteidigen haben können. War damit zu rechnen, dass diese Jungs hier gleich die meisten bei ihrem Lokhallendebüt so aufspielen, dass sie den Titel verteidigen? Nein, war nicht zu rechnen. Es waren 3 Spieler vom letzten Jahr dabei. Wir waren, glaube ich, wieder die jüngste Mannschaft hier am Teilnehmerfeld. Aber es ist für uns dieses Turnier hat so ein Flair und so eine Eigendynamik, die das dann gewinnt in den Laufe dieser Tage, die wir da sind, dass es einfach nur geil ist, jedes Spiel hier zu genießen. Ich glaube, dass wir den tollen Fans hier einen lässigen Fußball bieten und dass es uns auch viele hier vergönnt sind, dass wir den Titel gewonnen haben, auch in diesem Jahr zum ersten Mal in einem internationalen Finale. Aber zu erwarten war es bei Gott nicht, nein.
Alle da! Ja, ist schon schön, also ich freue mich schon drüber, weil ist schon nicht schlecht bei so einem großen Turnier. Und dann auch noch gegen Schalke 2 Tore, nicht schlecht. Hast du jetzt Ambitionen, draußen vielleicht auch mal als Fliegender einen kleinen Ausflug zu machen? Naja, also ich glaube eher nicht. Gegen Hildesheim habe ich ja schon quasi eins gemacht mit dem Abstoß, aber passt schon. Ja, Lukas, den heutigen Turniertag vielleicht nochmal Revue passieren lassen. Wie war es für dich? Du hast eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt. Wie hast du den Turniertag heute erlebt? Ja, danke erstmal für das Lob. Und der Turniertag war für mich Hammer. Kann man einfach gar nicht beschreiben. Ist besser als gut gewesen, sehr gut. Ja, wieder gegen Schalke gespielt. Leider wieder verloren. Aber wir haben uns gut verkauft und haben unser Ziel erreicht, das, was wir wollten. Und da bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden mit. Mit dem FC Kopenhagen war eine Mannschaft im Finale, die gegen euch eigentlich den besten Fußball mitgespielt hat. In Spielen gegen euch, wart ihr dann erleichtert, dass so eine starke Mannschaft dann auch ins Finale kommt, die euch so deutlich besiegt hat? Ja, was heißt erleichtert? Also es ist schon schön zu sehen, eine Mannschaft da, die mit uns in der Gruppe war, die auch sehr stark gegen uns gespielt hat. Aber Erleichterung kann man das jetzt nicht nennen. Aber ich fand die sau stark und hätte es denen auch gegönnt, wenn sie jetzt den ersten gemacht haben. Aber Austria Wien war halt in dem Fall, sagen wir mal, den Ticken besser und hat einen Ticken kühleren Kopf bewahrt als Kopenhagen. Was sagst du zu Yannicks Auszeichnungen? Ja, ich sag mal, wohl verdient. Also jeden Tag, auch wenn ich habe ja einmal nicht gespielt, zugeguckt, man hat es von der Tribüne gesehen, einfach, das ist halt, fängt hinten an, er bringt uns die Sicherheit in die Mannschaft und durch ihn hat man noch 50% mehr Sicherheit als auch sonst. Zu guter Letzt, hast du noch eine Botschaft an die regionalen Stürmer dieses Turniers? Also das Wort Stürmer hat bei dem Turnier nicht ganz stattgefunden, also nein, Spaß. Also Finn Daube von Göttingen hat ja auch 6 Tore, also war ja knapp. Ich habe im letzten Spiel gegen Schalke dann noch das Tor gemacht, kurz bevor ich raus bin und dann, ja, war ja mit einem Torunterschied, also ist okay. Der 26. Sparkasse und VGH Cup ist gerade zu Ende gegangen. Der Sieger heißt erneut Austria Wien. Finale gesehen? Ja, selbstverständlich. Das Finale gucke ich mir dann natürlich auch immer an. Welches Resümee ziehst du jetzt so aus dem Bauch heraus von dem heutigen Tag, aber auch vom ganzen Turnier? Ja, ein sehr positives. Wir waren an allen Tagen ausverkauft. Wir haben tolle Spiele gesehen. Wir haben aus meiner Sicht einen verdienten Turniersieger mit Austria Wien. Spannendes Finale. Kopenhagen war vielleicht nicht unbedingt zu erwarten, dass sie ins Finale kommen, aber standen da auch verdient. Und von daher, von der Organisation her, alles soweit in Ordnung und zufriedenstellend aus unserer Sicht. Wie weit konntet ihr hier schon den Grundstein legen für das Turnier im nächsten Jahr? Ja, Austria Wien wird sicherlich den Anspruch haben, jetzt das Turnier zum dritten Mal zu gewinnen. Da gibt es ja die schöne Regel, dass man dann den Pokal auch mitnehmen darf. Sodass wir sicherlich schon heute auch mit Austria Wien über das nächste Jahr sprechen können. Was liegt heute noch an, unmittelbar nach Turnierschluss? Na, wir beginnen jetzt direkt mit dem Abbau, aber eben auch dann mit Austria Wien feiern, ganz klar. Das klingt nach einem guten Plan. Wir werden uns für dieses Jahr aus der Lokhalle verabschieden. Wir danken fürs Einschalten, fürs Mitfiebern, für die guten Zahlen, die unsere Berichterstattung gebracht haben. Und herzliches Dankeschön auch an die Teams aus unserem Kreis, herzliches Dankeschön auch an die Organisation. Bitte das auszurichten. Und damit auf Wiedersehen, zumindest in der Lokhalle 2016.